Ich bin Heidrun und ich heiße dich herzlich willkommen in meiner spirituellen Welt. Heute habe ich für dich fünf natürliche Produkte mitgebracht, mit denen du herkömmliche Dinge, die wir so für die Körperpflege normalerweise benutzen, ersetzen kannst. Und ich möchte kurz vorher darüber sprechen, warum ich persönlich das mache. Ich versuche, mich weitestgehend gesund zu ernähren. Ich versuche, mich so zu ernähren, dass mein Körper möglichst rein bleibt, soweit das heutzutage möglich ist, denn wie wir sicherlich alle wissen, durch Düngung und andere Dinge gelangen einfach sehr viel Pestizide in die Luft, in den Boden, auch dadurch in unsere Nahrung und allem kann man nicht entgehen. Aber deswegen habe ich für mich entschlossen, ich möchte versuchen, so wenig wie möglich in meinen Körper zu lassen von Dingen, wo ich der Meinung bin, dass die da vielleicht nicht unbedingt hingehören, beziehungsweise zu gucken, was gibt es an Alternativen von Dingen, die in der Natur vorkommen, beziehungsweise die mir persönlich einfach sympathischer sind. Und da habe ich, wie gesagt, fünf Dinge, die wir täglich zur Körperpflege brauchen und mit denen, ja, du, wenn du magst, einfach mal experimentieren kannst, ob du damit nicht das Herkömmliche ersetzen kannst. Und ich sage gleich dazu, bei allen Dingen geht es natürlich nicht. Und wie man sicherlich sieht, ich färbe auch meine Haare. Da ist es ja kaum möglich, auf Natur zu setzen. Natürlich, man kann Henna nehmen, mache ich persönlich nicht, weil es meine Haare einfach mega austrocknet. Ich versuche dann dort auf Produkte zurückzugreifen, die so wenig schädlich wie möglich sind. Bin da auch nicht perfekt, aber es gibt eben fünf Sachen, wo ich sage, hey, da kann man das wirklich gut machen. Ich habe es ja ausprobiert und ich komme da super gut mit klar. Und da bleiben wir einfach gleich mal bei den Haaren. Und da habe ich als erstes hier das Shampoo. Ich will jetzt keine Werbung machen, versuche es mal so zu halten. Genau, das Shampoo, was ja im Grunde normal ist, dass wir das benutzen für die Haarpflege. Und da gibt es eine Alternative, die vielleicht erstmal etwas merkwürdig klingt, aber die wirklich super funktioniert. Ich habe das eine lange Zeit ausprobiert, und zwar Roggenmehl. Muss jetzt hier kein Roggenvollkornmehl sein, aber tatsächlich Roggenmehl. Vielleicht hast du es auch schon mal gehört. Einfach Roggenmehl mit Wasser anmischen, bis es ja eine Paste gibt, die nicht zu fest ist, aber auch nicht zu flüssig. Dann musst du ein bisschen rumprobieren, wie es für dich richtig ist. Und das in die feuchten Haare einmassieren und dann wieder ausspülen. Und wie gesagt, das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, weil man denkt, das verklebt doch total in den Haaren. Tut es aber nicht. Es nimmt einfach den möglichen Schmutz aus den Haaren raus und ja, macht die tatsächlich sehr, sehr rein, ohne dass eben irgendwelche Stoffe da drin sind, die wir vielleicht nicht in unserem Körper haben wollen. Weil, wenn man hier mal so drauf guckt, man kann es jetzt, glaube ich, nicht wirklich gut lesen, aber was da so, allein diese lange Liste hier an Zutaten, was da drin ist, von dem ich zumindest die meisten Dinge nicht mal aussprechen kann, geschweige denn, dass ich sie kenne, ist mir einfach nicht sympathisch. Und bei Roggenmehl ist das eine andere Sache. Und es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ich war am Anfang mega skeptisch und habe gedacht, oh Gott, und das verklebt meine Haare, das verklebt meine Dusche. Nein, tut es aber nicht. Es verbindet sich mit dem Wasser, aber wenn du es frisch anrührst, in die Haare tust und dann gleich wieder auswäschst, dann ist das wirklich, da bleibt nichts drin und da verklebt auch tatsächlich nichts. Und ich gehe inzwischen sogar noch einen Schritt weiter und wasche meine Haare seit Monaten nur noch mit Wasser. Was auch erstmal für viele sehr befremdlich klingt, weil man denkt dann schnell, oh, die müssen doch stinken oder die sind doch total fettig. Also ich glaube nicht, dass das hier fettig aussieht. Und da riecht auch nichts. Weil der Punkt ist, die meisten von uns haben nicht wirklich das Problem, dass die Haare sehr dreckig sind. Wenn du natürlich auf dem Bau arbeitest oder wenn du irgendwie in einer Dönerbude arbeitest oder so und viel mit Gerüchen oder mit Dreck konfrontiert bist, dann könnte es sein, dass das mit dem Wasser vielleicht nicht ganz ausreicht. Aber ich glaube, auch da ist es so, dass der Schmutz, der da oberflächlich auf den Haaren drauf liegt, ganz gut weggeht. Und fettig werden sie deswegen nicht, weil ich sie regelmäßig abends bürste und damit sozusagen den Talg, der ja ein natürlicher Schutz für die Haare ist, in die Haarspitzen mit ausbürste und dann werden die halt einfach nicht fettig. Und ich muss deswegen meine Haare auch wesentlich weniger waschen und ich kann dir nur sagen, sie riechen nicht. Also es ist definitiv und nicht so. Und ja, es ist am Anfang eine Überwindung, ganz klar.
Aber wenn man die ersten zwei, drei Male geschafft hat, und da kann man ja auch alle zwei oder drei Tage die Haare waschen, dann hast du dich so daran gewöhnt, dass sich das ganz normal anfühlt. Meine Haare sind griffiger, dadurch sehr angenehm. Zugegeben, im Moment trage ich sie meistens hochgemacht. Das hat aber damit zu tun, dass sie dringend geschnitten werden müssen. Und ich da aber in letzter Zeit noch nicht zugekommen bin. Aber auf meinem Bild, was du hier für das Video siehst, zum Beispiel, ja, das ist auch in einer Zeit entstanden, wo ich meine Haare halt einfach nur mit Wasser wasche, weil ich das eben schon seit Jahren tue. Also das ist auch eine Möglichkeit, die du machen kannst, wenn du das eben, ja, magst oder dich traust oder wie auch immer es einfach mal ausprobieren willst, weil du sagst, du willst vielleicht auch weg von den anderen Sachen. Weil neben der Tatsache, dass ja diese Stoffe, die dort drin sind, über die Kopfhaut auch in unseren Organismus gelangen, ist es eben auch eine Sache, ich muss kein Shampoo mehr kaufen. Also. Und das Wasser nutze ich ja ohnehin, wenn ich dusche. Von daher, ja, ist das für mich eine gute Sache. Dann kommen wir dazu, solltest du es mal hier mit dem Roggenmehl probieren, dann ist es unter Umständen sinnvoll, wenn du danach, Moment, ich muss hier mal einmal rübergreifen. Ich versuche mich da keine Werbung hier zu machen, wenn du danach eine Spülung benutzt. Das ist wahrscheinlich etwas, was du kennst, beziehungsweise Spülung oder Conditioner nutzen ja sehr, sehr viele Menschen nach der Wäsche. Und auch da gibt es etwas als Alternative, nämlich Apfelessig. Apfelessig verdünnt mit Wasser, das ist ganz, ganz wichtig, keinen reinen puren Apfelessig auf die Haare kippen, sondern mit Wasser verdünnen. Und dann als Spülung nach dem Haarewaschen, so am besten 1 Liter in der Kanne und als Spülung nach dem Haarewaschen mit dem Roggenmehl über die Haare geben. Macht die Haare weich, macht sie glänzend und ja, hilft einfach auch nochmal so ein bisschen, sollten da noch Rückstände vom Roggenmehl drin sein, das mit auszuspülen. Viele sagen, die Haare werden auf Dauer stumpf. Ich kann das nicht bestätigen. Mir ist es nicht passiert. Ich habe es auch gemacht in der Zeit, wo ich mit Roggenmehl gewaschen habe, bin aber ja, wie gesagt, dann irgendwann eben übergegangen dazu, nur noch mit Wasser zu waschen. Und deswegen mache ich jetzt auch keine Spülung mehr mit Apfelessig. Aber das ist tatsächlich eine gute Alternative, die man da machen kann, um die Haare noch mal ein bisschen frisch zu machen nach der Wäsche mit dem Roggenmehl. Genau, dann kommen wir zum Gesicht. Und zwar habe ich hier auch so eine Tagescreme, die ich noch habe. Ist wahrscheinlich der Klassiker. Die meisten cremen sich ihr Gesicht ein. Auch da bin ich inzwischen dazu übergegangen, dass ich nur noch sehr selten mein Gesicht überhaupt eincreme, weil ich merke, seit ich das nicht mehr wirklich tue, dass meine Haut sehr viel besser ist und dass sie das gar nicht braucht, weil der normale Schutzfilm der Haut, der ja da ist, ja, das war nicht benötigt. Und meine Haut ist absolut nicht trocken und ja, passt sich dem sehr, sehr gut an. Was aber eine tolle Alternative ist, die ich eben hin und wieder nehme, wenn ich das denn mache, ist Kokosöl. Was ich auch zum Braten benutze, deswegen hier so ein großes Glas. Ich liebe Kokosöl, ich mag den Geruch davon, das ist natürlich eine Voraussetzung. Ich mag auch den Geschmack. Und das ist etwas, was man wirklich ganz, ganz toll benutzen kann für die Haut zum Eincremen, für das Gesicht, genauso auch für die Haut am Körper. Also statt Bodylotion geht das auch. Ist ganz, ganz wunderbar. Muss immer ein bisschen aufpassen, wenn ich das mache und mein Hund ist in der Nähe, weil die findet das natürlich auch ganz toll. Und dann denkt sie immer ganz schnell, ich bin Lolli und will mir die Beine abschlecken. Von daher muss ich da immer ein bisschen gucken. Aber das ist wirklich auch eine ganz, ganz tolle Alternative, die man nutzen kann, wenn eben ja keine Creme oder Bodylotion auf die Haut soll, weil auch da ist es so, gucke hier mal, ja, eine riesenlange Liste an Dingen, die wieder niemand aussprechen kann, die vermutlich auch nur Chemiker kennen. Ich will auch gar nicht sagen, dass diese Cremes immer schlecht sind, aber es sind eben einfach Stoffe drin, wo ich für mich sage, es möchte ich einfach nicht in meinem Körper haben. Und über die Haut wird es ja automatisch in den Organismus aufgenommen, das ist ja völlig klar. Und deswegen, wenn ich denn dann mal das Gefühl habe, dass zum Beispiel an den Schienbeinen meine Haut ein bisschen trocken ist im Winter oder so, dann packe ich da Kokosöl drauf und das hilft wirklich ganz, ganz wunderbar. Genau, der vierte Hack oder die vierte Möglichkeit ist für die Zähne. Ich habe hier eine ganz normale Zahncreme, die ich normalerweise benutze. Da ist auch noch B12 mit drin. Ich achte darauf, dass sie fluoridfrei ist.
weil ja, ich der Meinung bin, dass auch das nicht in den Körper gehört, auch wenn es da natürlich andere Meinungen gibt. Aber Zahncreme, klar, wir brauchen Zahnsäuberung, wir müssen unsere Zähne pflegen, das ist ganz klar. Auch da kann man tatsächlich Kokosöl nehmen. Das habe ich aber noch, also habe ich mal ausprobiert, da komme ich nicht wirklich gut mit klar, weil ich diesen doch sehr fettigen Geschmack und dieses fettige Gefühl im Mund nicht so wirklich toll finde. Meine Zähne waren sehr, sehr sauber danach, aber da komme ich nicht wirklich mit klar. Ich habe aber eine Alternative gefunden, und zwar ist das eine Kräutermischung. Es gibt verschiedene Kräutermischungen, da kannst du einfach mal im Internet gucken. Und mit diesen Kräutern kann man ganz wunderbar die Zähne putzen. Klingt vielleicht auch erstmal etwas merkwürdig, weil man ja dann wirklich also ich tunke meine Zahnbürste, die ich nass mache, in diese Kräuter ein und dann putze ich mir damit die Zähne. Klingt, wie gesagt, erstmal etwas merkwürdig, weil wir sind gewöhnt, dass das schäumt und das wird auch den Geschmack nach Pfefferminze haben. Hier sind es verschiedene Kräuter, die ein bisschen bitter sind. Aber sie machen die Zähne wunderbar glatt. Ich habe ein ganz, ganz frisches Gefühl danach. Also Mundwasser nutze ich sowieso schon seit Jahren nicht mehr oder seit Jahrzehnten nicht mehr. Braucht man überhaupt nicht danach. Und das ist wirklich auch eine ganz, ganz tolle Alternative, wenn man eben mal der Meinung ist, dass da, ja, dass da etwas anderes gebraucht wird oder besser ist. So, jetzt musste ich gerade kurz stoppen und mich um meinen Hund kümmern. Denn es gibt hier offenbar ein Gewitter und sie hat leider immer so furchtbare Angst bei Gewittern. Aber ich hoffe, jetzt geht es. Nur mein Mäuschen. Ja, genau. Sie ist jetzt hier bei mir. Ja, damit kommen wir auch jetzt schon zum fünften Punkt. Und das ist etwas, wo ich tatsächlich am längsten für mich gesucht habe. Oder ja, wo ich dann eben durch Zufall, für mich gibt es ja keine Zufälle, draufgestoßen bin, weil ich da auch mal gerne etwas anderes haben wollte. Und zwar ist das Deo. Denn Deo ist ja etwas, was wirklich direkt auf die Haut geht und was ja auch lange auf der Haut verbleibt. Und auch hier wieder eine Liste mit Inhaltsstoffen, die ich persönlich nicht gut finde. Und da habe ich von jemandem bei Instagram etwas gesehen, wo ich dachte, hey, das finde ich cool und das probiere ich einfach mal aus. Und ich muss sagen, es ist phänomenal, das Ergebnis. Ja, richtig, das ist eine Zitrone. Das ist eine aufgeschnittene Zitrone. Das nehme ich seit einigen Wochen als Deo-Ersatz. Und ich kann nur sagen, es ist wirklich phänomenal. Ich mache mir morgens ohnehin immer Zitronenwasser. Habe ich hier auch ein Video zu gemacht. Ich verlinke das mal. Und ja, da schneide ich sowieso morgens immer eine Zitrone auf, nehme die Hälfte, dann presse ich die aus. Und mit der ausgepressten Zitronenhälfte gehe ich einfach einmal unter meine natürlich frisch gemachten, gewaschenen Achseln. Und es ist wirklich phänomenal, wie das hilft, wie das vorhält. Ich schwitze überhaupt nicht mehr. Es ist keinerlei Schweißgeruch mehr zu riechen. Selbst wenn ich vom Sport komme, wo ich mich gerade wirklich echt verausgabe und tatsächlich dort dann auch schwitze, aber es ist einfach kein Schweißgeruch mehr zu merken, weil offensichtlich die Zitrone auf Dauer eben ja vielleicht das Hautmilieu dann einfach auch positiv verändert und es ist wirklich nichts mehr zu merken. Und jetzt kann es natürlich sein, dass du sagst, oh Mensch, aber das brennt doch oder so. Wenn du natürlich Verletzungen darunter hast auf der Haut, dann solltest du vorsichtig sein. Aber auch das Brennen geht schnell wieder weg und die Zitrone schadet ja nicht, sondern es ist ja wirklich etwas ganz Natürliches. Und ich gehe ja regelmäßig zum Waxing und selbst wenn ich frisch dort gewesen bin, kann ich mir die Zitrone unter die Achseln machen und es ist überhaupt kein Problem. Da brennt nichts. Also von daher, da bitte keine Angst vor haben und es ist wirklich mega, mega schön. Es riecht natürlich auch einfach ganz, ganz frisch. Und ich persönlich bin inzwischen eh kein großer Fan mehr von Duftstoffen, denn das ist auch einfach etwas, was ja, unserem Organismus nicht wirklich gut tut und was man deswegen nicht unbedingt nutzen sollte. Und deswegen mache ich das eben auf andere Art und Weise und bin wirklich hiervon also mega, mega überzeugt. Das ist einfach richtig, richtig klasse, weil ich muss mir einfach keine Gedanken mehr darüber machen. Ich mache mich morgens frisch. Und dann nehme ich die Zitrone und habe den ganzen Tag überhaupt kein Problem mehr damit, während ich hier mit meinem Deo tatsächlich manchmal dann auch, wenn ich geschwitzt habe, ja einfach gemerkt habe, oh, jetzt würde ich mich eigentlich gerne wieder frisch machen, weil es eben doch ein bisschen riecht und das ist dann nicht so schön. Aber mit der Zitrone, ich mache das jetzt seit einigen Wochen, es ist wirklich einfach perfekt. Und ja, das waren meine fünf Tipps, die natürlich nicht von mir stammen. Ich habe die auch mal irgendwo übernommen, aber ich finde sie wirklich ganz, ganz toll
Und mich würde einfach interessieren, wenn du Lust hast, schreib doch mal in die Kommentare, was du davon vielleicht auch selber schon nimmst. Und vielleicht hast du für mich auch noch einen super Tipp, wie ich noch irgendwas anderes ersetzen kann und eben da auch noch ein Stückchen natürlicher werden kann. Weil mir ist das, wie gesagt, eben einfach wichtig. Und ja, von daher, lass mich gerne an deinen Gedanken teilhaben. Und ich freue mich natürlich, wie immer, wenn du den Kanal abonnierst, dem Video ein Like gibst und auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann.